Hallo liebe Trainer und Trainerinnen, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 21 und zwar für die Handelstage vom 22.05. bis 25.05. Wir haben es heute Montag, den 21.05.2018, mittlerweile um 22.20 Uhr und im Rahmen meiner persönlichen Marktvorbereitung für die kommende Handelswoche wollen wir heute unter anderem über die Märkte DAX, Dow, Euro, US-Dollar, Gold und über die Ölsorte Brent sprechen. Diese Märkte wollen wir uns anschauen. Wie gewohnt findet ihr in der Videobeschreibung unten drunter die entsprechenden Märkte, dahinter die Uhrzeiten. Also wenn ihr euch nur bestimmte Märkte hier anschauen wollt, dann könnt ihr dort auf die Uhrzeiten klicken und dann gelangt ihr direkt im Video zu der entsprechenden Analyse des Marktes. Vorab, wie gewohnt, der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet prinzipiell darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr eure Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst und dass all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern lediglich als kleine Informationsquelle hier zu eurem Trading. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder auch zum Broker JFD habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Dort könnt ihr noch diverse Fragen beantwortet bekommen. Und wir starten hier mit dem DAX, mit dem Big Picture 4-Stunden-Chart sehr, sehr doll zusammengeschoben. Wir sehen hier dieses graue Feld. Das ist vergangenes Jahr, Ende vergangenen Jahres. Dann haben wir hier unten den Eröffnungskurs diesen Jahres, beziehungsweise natürlich dann auch den Schlusskursbereich des vergangenen Jahres. Dann sehen wir, dass der Markt erstmal natürlich Anfang des Jahres etwas stärker nach oben gepusht hat und dann diese starke Abwärtsbewegung auf der Unterseite kam und dann hier dann seit Anfang März wieder diese schöne Aufwärtsbewegung stattfand. Viel wichtiger ist jetzt aber hier zu beachten, der Kursbereich, in dem wir uns aktuell befinden, ist eben in etwa dieser graue Bereich, der hier vorab schon mal markiert wurde, worüber wir in den letzten Wochen schon des Öfteren gesprochen haben. Das ist eine Schiebezone. Eine Schiebezone, die sich hier im vergangenen Jahr gezeigt hat, wo der Markt des Öfteren, ich kann das auch mal einzeichnen, hin und her gependelt ist. Und das ist dann auch von meiner Seite oder von meiner Denkweise dann in der Zukunft immer wichtig. Wir sehen das hier noch viel stärker, dass wirklich in diesem Bereich eben die Hauptkurse stattgefunden haben. Der Markt immer wieder hin und her gependelt ist, mal nach oben ausgebrochen ist, mal nach unten ausgebrochen ist, aber wie gesagt, die Kernkurse hier in diesem Bereich stattgefunden haben und in diesem Bereich befinden wir uns in etwa jetzt aktuell wieder. Wir hatten ja heute dann eigentlich im DAX keinen Handel, die CFD-Indikation, die sich dann an solchen Tagen dann auch zum Beispiel an den US-Märkten tendierend ausrichtet. Da ist man heute schon oder hat man eine Kursindikation gehabt, aber prinzipiell ist der Freitagsschlusskurs für uns der wichtige Bereich. Der ist hier etwas tiefer, das gucken wir uns gleich auch nochmal etwas näher an. Der heutige Tag erstmal nicht so gravierend wichtig, auch für die Analyse erstmal nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es dann später der Blick auf den Dow Jones, denn der war sehr, sehr stark. Deswegen ist auch die Kursindikation hier des DAXes heute relativ stark gewesen, auch mit neuen Bewegungshochs dann. Dann auch schon mit dem Versuch in Richtung 13.200 zu laufen, was definitiv unabhängig von dieser Schiebezone hier ein sehr, sehr wichtiger nächster Widerstandsbereich ist, wo dann auch der Markt in der Vergangenheit des Öfteren von unten gegengelaufen ist, abgeprallt ist. Das war dann eben, wie gesagt, vergangenes Jahr, Ende vergangenen Jahres. Dann auch von der Oberseite an diesen Bereich des Öfteren rangelaufen ist, um dann wieder nach oben zu starten. Also sollte auch dieser Bereich hier für die kommende Woche nicht so unwichtig sein. Und dafür geben wir uns oder schauen wir uns den Markt natürlich etwas detaillierter an. Ich schiebe das hier mal zusammen. Wir wissen jetzt, dass der Bereich 13.200 nicht so unwichtig ist. Auch, dass der Bereich startend in dem Bereich ungefähr 12.900 bis hinauf in den Bereich in etwa 13.130 bis 13.150 diese graue Schiebezone war, wo der Markt sich dann in der vergangenen Handelswoche so langsam durchgelaufen, durchgependelt hat und dann zum Ende der Woche hier nochmals etwas Stärke fand, den Ausbruch fand, den wir auch auf der Long-Seite wunderbar handeln konnten. Und dann, wie gesagt, heute hier diese paar Kerzen, eigentlich kein echter DAX-Handel, sondern nur eine Indikation anlehnend an die US-Märkte, die hier dann schon relativ stark war. Also für den morgigen Tag erstmal wichtig. Ich denke, dass der Eröffnungskurs auch in diesem Bereich, wo jetzt hier schon der Schlusskurs markiert ist, also etwas stärker, ein Gap nach oben leicht hier für den kommenden Handelstag, für den Dienstag, dann definitiv realistisch ist. Das zeichnen wir auch mal ein, was da für den morgigen Tag in etwa passieren könnte. Also der Eröffnungskurs, wenn wir uns mal versuchen, dieses hier wegzudenken. Ja, wie gesagt, wichtig ist hier der Schlusskurs, wird auch der Eröffnungskurs für den morgigen Tag, denke ich, hier mit einem Gap nach oben stattfinden und dann ist es wichtig, was der Markt zum Beispiel dann mit dem, nee, das lassen wir mal einen Moment, dann nehmen wir mal eine gerade Linie, wie der Markt dann hier
mit diesem Schlusskursniveau umgeht, beziehungsweise dann auch mit dem wichtigen Bereich 13.000. Das sollte für die kommende Handelswoche auch erstmal so der wichtigste Unterstützungsbereich sein. Alles, was sich oberhalb dieses Bereiches befindet hier im DAX, sollte weiterhin aufwärts tendierend sein. Da kann man durchaus eben weiterhin schauen, dass man gegebenenfalls Einstiege auf der Long-Seite bekommt. Zum Beispiel, wenn der Eröffnungskurs hier oben ist, dass sich eventuell etwas Schwäche in Richtung dieses Schlusskursniveaus, wo es hier zeigt, dann hier in diesem Bereich zum Beispiel schaut, ob man einen Kauf findet. Je nachdem, das muss man dann morgen detailliert gucken. Da gucken wir natürlich dann im DAX Long oder Short auch immer drauf, ob das gegebenenfalls eine Option wäre, vielleicht aggressiv direkt mit einem Limit oder abwarten, einen Trigger, um etwas später auf der Long-Seite einzusteigen. Erstmal mit dem Ziel, was für die kommende Handelswoche oder für morgen dann auch definitiv denkbar ist, dass der Bereich 13.200 hier realistisch erreicht werden könnte. Jeder, der sich jetzt diese DAX-Analyse hier anschaut, sollte sich auch wirklich dann die Dow Jones Analyse gleich noch anschauen, denn dort hat der Markt mittlerweile Bereiche erreicht, die sehr, sehr interessant waren jetzt für die Aufwärtsseite, die eben auch schon oder was auch schon bedeutet, dass der Dow Jones diverse Widerstände durchstoßen hat auf der Aufwärtsseite und jetzt hier immer klarer aufwärts tendierend ist. Da kommen gar nicht mehr so viele Widerstände auf der Aufwärtsseite, was eben definitiv auch dazu führen kann, dass natürlich der DAX aufwärts tendierend ist, erstmal mit dem Ziel 13.200. Und dann schieben wir das Bild gleich nochmal zusammen. Denn in den Bereichen etwa 13.250 und 13.300 da kommen dann die nächsten Widerstände, wo der Markt natürlich dann auch weiterlaufend gegen oder hinlaufen kann. Erstmal für den morgigen Tag 13.200 nicht so undenkbar und dann geht es weiter nach oben. Auch ein Rutsch hier in Richtung 13.000 kann für die Kaufseite weiter auch noch weiterhin interessant sein. Ebenfalls mit den Zielen, dass der Markt dann auf der Aufwärtsseite pushen kann, beziehungsweise wenn man hier unten im 13.000er Bereich kauft, dann muss man ja erstmal gerade im Daytrading, ihr wisst das, wenn wir dann auch immer live in den entsprechenden Livestreams handeln, dass man hier gar nicht für ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis unbedingt davon ausgehen muss, dass nur sofort aus dem 13.000er Bereich der 13.200er Bereich angegriffen wird. Da ist es ja dann durchaus schon sehr, sehr gut, wenn wir in den Bereich 13.100 laufen, vielleicht hier nochmal gleich drüber gucken, an die Freitagshochs ran zum Beispiel. Das sind dann so denkbare Bereiche. Auch ein Rutsch unter 13.000, was natürlich definitiv trotzdem ja passieren kann. Und wir sehen, dass in der vergangenen Woche auch hier immer wieder ein Rutsch unter 13.000 stattgefunden hat, in Richtung 12.900. Aber da ist der Markt dann in den letzten Tagen schon gar nicht mehr nennenswert hingekommen. Er hat schon vorher dann immer wieder auf der Aufwärtsseite gedreht. Nichtsdestotrotz wäre hier ein Rutsch unter 13.000 in Richtung 12.900 definitiv denkbar. Für mich würde das bedeuten, wenn der Markt unter 13.000 kommt, ja, dann natürlich eben die Anzeichen für die oder die Vorzeichen für die Aufwärtsseite etwas leicht schlechter werden. Da würde ich erstmal abwarten. Ich würde hier nicht sofort verkaufen wollen. Ja, oder wenn, dann eben sehr, sehr antizyklisch und auch trotzdem mit Vorsicht da in Richtung 12.900. Aber eher lieber erstmal ein bisschen Vorsicht. Aber hier unten in dem 12.900er Bereich wird es dann auf jeden Fall wieder interessant, dass der Markt dann hier unten abprallt, vielleicht wirklich hier diese Tiefs nur noch mal kurz unterschreitet, den 12.900er Bereich testet, um dann erneut Richtung 13.000 zu laufen. Und dann hier auch wieder durch und dann ist eine ähnliche Denkweise, wie wir sie eben schon beschrieben haben, auf der Aufwärtsseite hier weiterhin interessant und weiterhin aktiv. Erst wenn der Markt unter 12.900 rutscht, das ist natürlich aus dem Schlusskursniveau in etwa knapp unter 13.100, immerhin schon noch knapp 200 Punkte auf der Abwärtsseite, ja. Aber sollten wir hier drunter rutschen, erst dann wird hier die Abwärtsseite wirklich auch vom eventuellen Trendvorteil etwas interessanter, wo man dann auch sagt, okay, jetzt ist der Markt schon wieder so schwach. Die Kraft hier oben hat einfach gefehlt, dass der Markt eben weitere Widerstände auf der Aufwärtsseite eben erreichen kann. Eine etwas stärkere Konsolidierung ist denkbar und dafür schieben wir das Chartbild nochmal so ein Stück weit zusammen. Ja, dann darf man eben nicht vergessen, dass der Markt ja aktuell wirklich sehr, sehr stark auf der Aufwärtsseite pusht. Immer wieder kleine Konsolidierungen hatte, aber die sind ganz klar im Aufwärtstrend, nichts Schlimmes, nicht der Rede wert. Und dass der Markt hier schon mittlerweile diese Kernaufwärtsbewegung, die letzte Kernaufwärtsbewegung aus dem Bereich 12.350 nach oben vollzogen hat. Ja, das sind immerhin um die 850 Punkte, die hier der Markt gelaufen ist. Dann ist es natürlich denkbar, wenn der Markt hier so ein bisschen anfängt, Schwäche zu zeigen, die erstmal noch nicht so schlimm ist. Ja, Richtung 13.000 hier, vielleicht auch in Richtung 12.900.
dann ist es eben erstmal charttechnisch hier oben nicht so schlimm, wenn so eine Abwärtsbewegung stattfindet, weil dann das ganz, ganz klar im Aufwärtstrend ist und wie gesagt, wie wir es eben angesprochen haben, hier entsprechende Bereiche für die Aufwärtsseite weiter interessant sind. Aber sollten wir dann eben diesen 12.900er Bereich nach unten durchschreiten, das ist sogar noch hier ein Stück weit tiefer, dann könnte sich hier sogar eine etwas stärkere Konsolidierung anbahnen. Das hatten wir in den letzten Wochen auch schon immer mit Achtungszeichen auf dem Schirm und da muss man natürlich in so einer Aufwärtsbewegung auch immer wieder mal dran denken, dass man eben nicht immer weiter kauft, kauft, kauft und dann auf einmal ist der Markt hier wieder in dem 800er Bereich. Das wäre nämlich so in etwa auch noch ein Ziel auf der Abwärtsseite von 12.900. Das ist ja hier ein Stück weit tiefer, dass dann der Markt in Richtung 850 bzw. in Richtung 800 laufen könnte. Das wären so Bereiche, die auf der Abwärtsseite eben dann erreichbar sind, wo ich dann auch sage, okay, wir können es hier eben mal in diese Bereiche mit Abwärtstrades versuchen, ja. Und dann natürlich in den entsprechenden Unterstützungsniveaus, wenn der Markt sich dann wieder anfängt zu fangen, über bestimmte Widerstände läuft, dann wird natürlich die Aufwärtsseite auch wieder interessant. Weil generell, wenn wir uns das Bild hier anschauen, dann machen wir nochmal ein paar fette Pfeile, ja, aufwärts. Konsolidierung, sowas ähnliches, was hier eben auch passieren könnte, ja, was hier dann passiert ist, also Konsolidierung, wieder aufwärts, Konsolidierung, aufwärts. Das kann natürlich so stattfinden. Ja, wie weit diese Konsolidierung hier eben läuft, das wissen wir nicht. Da kann man es eben vorsichtig am Anfang mal mit Trades auf der Abwärtsseite versuchen, wobei solange der Markt, wie gesagt, hier oben bleibt, das erstmal nicht ganz so interessant ist, wird es dann etwas stärker, kann man es hier mal versuchen und dann könnte es gegebenenfalls weiterlaufen und dann haben wir hier nicht zwingend in der kommenden Handelswoche, aber das ist eben schon denkbar, dass wir hier auf jeden Fall in den nächsten Monaten auch neue Allzeithochs sehen können. Und der Dow Jones ist davon noch ein Stück weit entfernt, den schauen wir uns jetzt gleich an. Aber das erstmal so die grobe Überlegung für den DAX, die wir dann auch in den kommenden Handelstagen dann natürlich in den Livestreams entsprechend dann immer besprechen werden. Schauen wir auf den Dow Jones und da müssen wir auch erstmal das große Bild so ein bisschen uns anschauen. Wir wissen das natürlich in den vergangenen Jahren, wir haben es ja anfänglich wie August 2017, ja, und nicht nur 2017, sondern auch davor natürlich hier der Markt extrem stark auf der Aufwärtsseite gepusht hat und dann auch eben mit dem Start, mit dem Handelsstart, nur kurz mal gucken, Dezember, das war hier so in etwa, wo das Anfang des Jahres, Moment, schauen wir nochmal kurz, 11.1., zack, 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 hier so, also hier diese Schiebezone war der Schlusskurs 2017, Eröffnungskurs 2018, dann ist Anfang 2018 der Dow Jones extrem stark nochmal auf der Aufwärtsseite gelaufen, gab danach und dann kam hier diese starke Abwärtsbewegung, wie wir sie natürlich dann auch im DAX hatten, die Bewegung auf der Aufwärtsseite hier etwas stärker als im DAX, dafür haben wir jetzt allerdings im Dow Jones noch nicht so viel Stärke, aber die Vorzeichen oberhalb von 24.440 in etwa, das war so der Bereich, wo ich gesagt habe, wenn der Markt darüber kommt, dann wird es auch endlich im Dow Jones etwas stärker oder etwas eindeutiger auf der Aufwärtsseite. Das war dann auch eine Trendlinie, die ich hier dann so eingezeichnet hatte, wo ich gesagt habe, guck mal, wenn der Markt hier diesen Bereich nach oben durchschreitet, ja, da hatten wir auch zwei Trendlinien, da hatten wir diese Trendlinie hier, glaube ich, diese Marken dann auch nochmal verbunden, ja, das sind so markante Hochpunkte, die man miteinander verbinden kann. Und da hatte ich gesagt, wenn wir dann hier rüber kommen, das war dann eben auch noch zusätzlich ein Widerstandsniveau, was wir besprochen hatten, dann ist der Markt eben etwas klarer auf der Aufwärtsseite. Als nächster Widerstand, als nächster markanter Widerstand, kam dann hier der 25.000er Bereich. Dort kleben wir jetzt gerade dran. Heute mit dem recht starken Handelstag sind wir exakt dort an diesen eingezeichneten Widerstand rangelaufen. Auch dort erstmal wieder auf der Abwärtsseite reagiert. Das schauen wir uns gleich an. Aber hier wird das jetzt, wie gesagt, immer klarer. Da kommt auf der Aufwärtsseite aus der Vergangenheit nicht mehr so viel rein charttechnisch und das ist ja hier eine charttechnische Analyse. Ich bin ja wirklich zu 90% Charttechniker. Ich schaue mir eben den Markt an, schaue mir Widerstände und Unterstützungen an und ihr seht, dass hier oberhalb von 25.000 nochmal eine etwas dickere Linie kommt, knapp darüber. Aber dann erstmal ein ganzes Ende, nochmal eine dünne Linie und dann bis in den Bereich 25.500 erstmal nicht viel kommt. Somit ist hier für den DAX es definitiv denkbar, dass wir jetzt hier etwas Stärke finden. Dafür müssten wir über den 25.000er Bereich jetzt eben nachhaltig steigen. Das haben wir heute noch nicht getan. Wir sind davon abgeprallt. Das schauen wir uns gleich auch nochmal hier auf dem kleineren Bild an. Aber definitiv ist es denkbar, dass der Markt jetzt hier
auch durchaus in den nächsten 4 Handelstagen richtig Stärke bekommt. Bedeutet natürlich doch im Umkehrschluss auch für den DAX, dass hier eben die Aufwärtstendenzen weiterhin interessant sind und der Dow Jones hier durchaus eben mal den ein oder anderen Handelstag so richtig mit Schmackes auf der Aufwärtsseite vollziehen könnte. Was für mich bedeutet, wenn die Vorzeichen positiv sind für einen Handelstag, wenn sich hier Long-Szenarien bieten, wenn sich hier eben wirklich interessante Einstiegssetups bieten, bin ich hier gerne gewillt, den Markt zu kaufen und dann sogar mit dem Gedanken, dass ich vielleicht mal, wie ich es in der vergangenen Woche mal vorsichtig auf der Abwärtsseite im DAX versucht habe, vielleicht sogar mal, was wir lange, lange nicht getan haben in den Livestreams, darüber sprechen, dass wir hier vielleicht mal eine Pyramide aufbauen. Weil eben der Dampf auf der Aufwärtsseite hier durchaus eintreten könnte. Und da schauen wir mal, wie wir das dann in Setups formulieren, beziehungsweise hängt ja da so einiges dran, wirklich dann eben so eine Pyramide aufzubauen. Aber da schauen wir uns hier nochmal das etwas zusammengeschobene oder auseinandergezogene Bild an des Dow Jones. Wir sehen hier den Eröffnungskurs exakt an dem Widerstand 24.860 und ich habe diese Linien ja immer, ihr wisst das, lange schon im Chart drin und ihr seht die Relevanz von Widerständen und Unterstützung immer wieder. Ich zeige das auch immer wieder, ich setze meine Ziele an solche Linien fest, ich setze oft Einstiegsmarken an solche Linien fest. Da kommt immer noch ein bisschen mehr dazu, aber man sieht hier heute wirklich bilderbuchhaft, wie der Markt exakt, also wirklich exakt, wenn man sich das hier zusammenzieht, auf dieser Linie eröffnet und dann exakt in diesen nächsten Widerstandsbereich reinläuft, um dann hier zu reagieren und auf relativ starkem Niveau dann auch den Schlusskurs heute zu finden. Ja? Also der Markt heute wirklich Stärke gezeigt, das war in der vergangenen Handelswoche erstmal, natürlich war Kraft da und wir haben auch überwiegend Kaufszenarien hier gesucht, aber es war hier auch wirklich der Bereich 24.800, der hier erstmal so ein bisschen den Deckel auf den Markt gepackt hat und auch dann bis zum Ende, bis zum Schlusskurs am Freitag hier wirklich der Markt darunter blieb, wo ich schon gesagt habe, Mensch, wir müssen mal so ein bisschen aufpassen. Also es kann durchaus sein, dass hier der Markt sogar, wir haben hier diese Trendlinie dann eingezeichnet, dass es sogar denkbar ist, dass der Dow Jones vielleicht sogar wieder nach unten wegbricht. Was dann eben die Szenarien im DAX eben dann eben auf den Plan gerufen hätten, dass vielleicht diese eben in der vorherigen Analyse angesprochene Konsolidierung vielleicht schon eintritt. Ja, wir wurden jetzt heute eines Besseren belehrt, der Markt ging nach oben, bedeutet eben für den morgigen Tag. Wir schauen natürlich auch im Dow Jones erstmal weiterhin nach Aufwärts-Setups, Aufwärtsszenarien. Oberhalb dieses wichtigen Bereiches, also oberhalb von 24.800, weil der Bereich war einfach in der vergangenen Woche wichtig. Und er sollte auch in der Zukunft dann wichtig sein. Und dann sollte es hier durchaus denkbar sein, natürlich, dass der Markt auch relativ zügig hier ansteigt. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn wir hier durch den 25.000, 25.100er Bereich durchgehen, ja, dass es dann eben denkbar ist, dass es etwas schneller vielleicht mal vonstatten geht. Nicht zwingend vielleicht morgen, aber vielleicht Mittwoch oder Donnerstag, müssen wir mal schauen, ja, dass es hier schnell gehen kann. Aber ideal für mich sind ja immer leichte Rücksetzer. Natürlich in dieses Niveau des heutigen Eröffnungskurses in der Nacht. Das ist nicht der 15.30 Uhr Eröffnungskurs, sondern wirklich der Nachteröffnungskurs. Und dann eben natürlich auch noch einen Rücksetzer in Richtung 24.800. Und jeweils diese Tests dieser Bereiche sind hier interessant. Und auch dieses Schlusskursniveau 24.700 knapp darüber ist natürlich auch noch interessant. Wobei ich hier erstmal prinzipiell gar nicht mehr davon ausgehe, dass hier dieses Schlusskursniveau nochmal zwingend angegriffen wird, sondern eigentlich der 24.800er Bereich das kernunterstützende Niveau darstellen sollte. Also Rückläufer in Richtung 24.800, auch schon vorher würde ich hier mal die ein oder andere Überlegung auf der Long-Seite starten, abhängig natürlich der Uhrzeit. Ihr wisst, dass ich den Dow Jones primär eigentlich lieber erst so ab 15.30 Uhr, 16 Uhr immer in den Handelstagen handle, wenn eben die Kernbewegung losgeht, die Kernsession, die Haupthandelszeit losgeht. Also mal schauen, wenn wir hier in der Pre-Session, in der Vor-Session sozusagen bestimmte Unterstützungsbereiche angreifen, ob ich dann vielleicht auch schon vorher mal kaufe, dann muss ich mir überlegen. Aber das sind so Überlegungen für den DAX, für den Dow Jones, dass wir hier erstmal weiterhin auf der Aufwärtsseite unseren Vorteil haben, so wie wir es in den letzten Wochen dann auch schon immer wieder hatten, beziehungsweise immer mehr die Aufwärtsseite interessant wurde. Und wenn wir hier wirklich nochmals unter diesem Bereich 24.720 in etwa ist es ja, rutschen sollten,
dann sollte es auch hier mit Vorsicht genossen werden, den Markt zu kaufen, weil dann war das hier oben nichts. Ja, und dann ist es eben denkbar, dass hier doch auch der Markt erstmal wieder so ein bisschen nach unten wegrutscht. Diese ganzen Tiefs, die wir in der vergangenen Woche eben in diesem Schiebezonenbereich ausgebaut haben, dann doch mit Schmackes nach unten durchstoßen wird oder dieser Bereich durchstoßen wird. Und dann kommen wir relativ zügig in diesem Bereich 24.450, 24.440, der war eben in der vergangenen Handelswoche, hatten wir in der vorletzten Handelswoche sehr, sehr wichtig. Das war nämlich dieses Niveau, wo ich gesagt habe, wenn wir dann endlich mal hier rüber gehen, das war so der 24.440er, 24.450er Bereich, dann wird es für den Dow Jones eben interessant, dann ist auch das charttechnische Bild dann endlich sehr, sehr sauber für die Aufwärtsseite sprechend. Ja, wir haben auch vorher auch schon gekauft, aber es war hier drunter, unter diesem Bereich, immer noch so ein bisschen fraglich. Schafft der Dow Jones es wirklich, hier rüber zu gehen? Wir hatten den ersten Test, wir hatten den zweiten Test, wir hatten den dritten Test und erst mit dem vierten Test sprang dann der Markt drüber, führte dazu, dass wir hier eben auch die Long-Seite dann favorisiert haben, dann hier immer wieder Käufe stattgefunden haben und jetzt eben diese Aufwärtsbewegung mittlerweile schon in den 25.000er Bereich geführt hat. Also, wir wissen jetzt auch im Dow Jones erstmal Aufwärtsseite oberhalb der bestimmten Unterstützungsniveaus und wenn wir hier runterrutschen, Magenta-Farbenlinie aktuell noch, das war eine Öffnungskurs der vergangenen Woche, dann ist es denkbar, dass wir doch vielleicht etwas zügiger abrutschen, wobei ich das erstmal aktuell noch nicht so sehe. Kommen wir zu den Währungen, kommen wir zum Euro. Ihr wisst, ich will es jetzt heute gar nicht beleuchten, britischer Pfund. Ich hatte am Freitag noch eine Trading-Überlegung hier gestartet im britischen Pfund, aber das werden wir morgen in den Livestreams besprechen. Hier der Euro-US-Dollar heute auch nochmals neue Bewegungstiefs ausgebaut. Und prinzipiell ist es hier auch erstmal klar, der Euro-US-Dollar ist hier abwärts tendieren. Das ist ganz klar. Diese kurze Erholungsphase hier, die hätte ich ganz gerne schon etwas eher gesehen, aber die Größe dieser Erholungsphase, die war mir schon in etwa klar. Ich hätte sie ganz gerne, so war eigentlich mein Gedanke. Deswegen habe ich hier dann auch erstmal mit der Abwärtsseite nicht mehr so viel gemacht. Meine Überlegung war, dass der Markt hier in den 19er Bereich, in den 1,19er Bereich läuft, vielleicht kurz drunter schaut, aber dann in den 20er, 20,50er, also 1,20, 1,20,50 sich erholt. Das wäre so in etwa meine Überlegung gewesen, um dann die Abwärtsseite weiter zu spielen. Im Endeffekt war es so, dass der Markt den 18,20er Unterstützung oder das 18,20er Unterstützungsniveau erreicht hat. Dann diese Aufwärtsbewegung kam und wir dann hier angefangen haben, die Abwärtsseite wieder auf dem Schirm zu holen. Führte dazu, dass es hier langsam eben auch nach unten ging. Der ein oder andere Abwärtstrade hier von meiner Seite dann auch vollzogen wurde. Allerdings muss ich zugeben, mit Vorsicht, ich war hier nicht so aggressiv unterwegs. Und der heutige Tag führte dazu, dass der Markt eben hier in das Unterstützungsniveau 1,1730 gerutscht ist. Das hatte ich dann auch als definitiv realistisches Ziel hier auf dem Schirm. Das haben wir auch besprochen, weil es einfach ein wichtiges Unterstützungsniveau ist. Und dann ist der Markt hier heute, und das gucken wir uns jetzt auch detailliert an, eben leicht wieder in diesem Niveau nach oben gelaufen und hat hier eben Unterstützung gefunden und hat sich leicht erholt. Wir haben es aktuell definitiv hier stark mit dem 1,1820er Niveau zu tun. Ja, das war eben dieses Tief, Moment, ich zeichne es ein, das war dieses Tief, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass ich eigentlich hier schon die Erholung sehen wollte. Die Erholung fand ja dann aus dem 1820er Niveau statt, das ist dann dieser Bereich. Dann kam hier diese Erholung und kam dann hier eben die neue Welle auf der Abwärtsseite. Und jetzt ist es durchaus denkbar und das wäre auch meine Herangehensweise für die nächsten Tage, / für die nächsten 4 Handelstage, also für die kommende Handelswoche, dass wir, solange wir unter diesem 1820er Niveau bleiben, erstmal diese Abwärtstendenz, die hier generell stattfindet oder stattgefunden hat, weiterhin aktiv ist und somit hier selbst ein Test dieses Bereiches eben auf jeden Fall immer wieder hier unten, ich es auf der Abwärtsseite versuchen werde. Auch da natürlich darauf achte, wie ist das Feedback, funktioniert das mit der Abwärtsseite, machen wir hier vielleicht neue Bewegungstiefs, laufen wir in die nächsten Unterstützungsniveaus rein oder dümpelt der Markt jetzt hier drunter irgendwie so ein bisschen hin und her, das werden wir dann sehen. Aber prinzipiell habe ich auf jeden Fall unter 18,20 hier die Abwärtsseite erstmal so ein bisschen auf dem Schirm und werde halt schauen, wie man hier eben den ein oder anderen Trade dann landen könnte. Ja. Rutschen wir über 18,20, dann ist es relativ zügig denkbar, dass der Markt erneut Richtung 19 läuft. Ja. Und dann, wenn wir an der 19er Marke sind, da ist es natürlich dann auch noch wieder mit einem Versuch oder das ist durchaus denkbar, dass wir dann hier auch nochmals die Abwärtsseite versuchen können. Ja, also das ist ja auch wieder ein Widerstand, dann kann es hier auch wieder nach unten gehen. Allerdings bin ich ab 18,20 erstmal etwas vorsichtiger,
mit der Abwärtsseite muss man das Bild wirklich genauer anschauen, denn wir haben dann natürlich hier diese letzte Abwärtsbewegung immer schon ein bisschen weiter wieder aufgeholt. Aber es ist natürlich unterhalb dieses Hochs alles theoretisch weiterhin tendierend abwärts. Ja, aber hier bin ich erstmal so ein bisschen vorsichtiger. Wir sind ja im Daytrading, wir müssen natürlich auch dann schon leichtere oder Erholungen denn im unteren Bereich schon so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Würde dann hier in dem 1,19er Bereich nochmal auf einen Versuch auf der Abwärtsseite mich definitiv hinreißen lassen oder auch eben den zweiten Versuch, je nachdem wann der dann wieder kommt und wie viel Uhr, ob in der Nacht oder am Nachmittag, am Vormittag, müssen wir dann schauen. Und wenn wir da rüberlaufen, dann könnte es dazu führen, dass dann endlich mein 20er Bereich beziehungsweise 2050er Bereich erreicht wird, sprich hier oben würde ich es dann mit Käufen versuchen. Das wäre jetzt übergeordnet auch gar nicht so verkehrt. Das soll jetzt nicht bedeuten, versteht das nicht falsch, dass ich jetzt hier versuche, irgendwie den Boden zu finden und zu sagen, Mensch, der Markt muss ja irgendwann mal eine Erholung finden. Nein, das ist ja definitiv nicht so. Solange wir unter bestimmten Bereichen bleiben, ist natürlich erstmal die Abwärtsseite aktiv. Aber umso stärker wir steigen, umso interessanter wird es natürlich auch, dass der Markt vielleicht zu dieser etwas starken Bewegung, und man muss ja immer beide Seiten so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und wir haben definitiv, ja, wir hatten ja hier oben immer diese Seitwärtszone, die wir besprochen haben. Moment, die zeichne ich mal ein. Zack. Ja, das war ja dieser Bereich, wo der Markt ewig hin und her ging und dann eben von meiner Seite es auch mal denkbar war, dass wir über die Oberseite ausbrechen, aber nein, wir sind dann eben hier nach unten ausgebrochen, das war dann auch interessant, wir hatten entsprechende Unterstützung als Ziel und so weiter, das war eben hier schnell denkbar und auch von unserer Seite eben hier definitiv hatten wir das auf dem Schirm. Aber wir sehen, dass es hier die letzte Abwärtsbewegung aus dem Bereich ungefähr 1,24 hinab in das Unterstützungsniveau 1,1730. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr langer Weg in nicht so kurzer Zeit, nicht so langer Zeit. Also es ging ja relativ zügig. Und wenn man jetzt hier das große Chartbild sich anschaut, dann wäre es natürlich denkbar, Moment, das sollte kein Viereck werden, dann wäre es natürlich definitiv denkbar, dass wir eben auch solch eine Erholung mal sehen. Weil dieser Bereich in der Vergangenheit, wir haben hier eben des Öfteren Läufe von unten in diesem Bereich gehabt. Das war auch hier so. Ja, und somit könnte es auch hier so sein, dass wir in diesem Bereich laufen, um dann eben, hier ging es nur kurz, um dann wieder nach oben zu laufen. Hier ging es dann im Endeffekt etwas länger, diese Abwärtstendenz ab diesem Bereich. Somit wäre es denkbar, dass wir eben auch dorthin laufen. Ja, und dann ist ja die Abwärtsrichtung hier generell nicht gebrochen, aber wir sollten eben so ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn man hier immer wieder in so einer Bewegung, und das ist das, warum man eben überhaupt eine Trendanalyse macht. Hier unten ist es klar, dass ich eben immer mal wieder die Abwärtsseite versuche. Ja, da ist es auch wirklich charttechnisch, kann sich ja die Bewegung hier auch erstmal weiter nach unten fortsetzen. Aber umso weiter wir dann steigen, umso vorsichtiger sollte man dann eben mit diesen Versuchen auf der Abwärtsseite werden. Denn wenn ich hier immer wieder reinverkaufe, immer wieder und gar nicht merke, dass das immer wieder schief geht, dann habe ich hier etliche Fehlversuche, obwohl der Markt eben auf der Aufwärtsseite erstmal war. Irgendwann habe ich dann natürlich recht, aber oft schafft man es dann gar nicht, aus diesem Bereich hier oben so eine Riesenbewegung zu handeln, sondern man geht dann schon eher raus, weil man dann auch irgendwie viele Verluste hatte und man will dann mal wieder einen Gewinn haben. Also es ist dann Vorsicht geboten. Somit bin ich eben jemand, der man dann eben schaut, okay, wenn wir steigen, dann erstmal vorsichtiger werden, vielleicht auch mal die Long-Seite handeln, um dann eben zu gucken, wenn der Markt dann Anzeichen findet, hier dann wieder zu drehen, vielleicht so eine Schiebezone ausbaut, dann eben wieder auf der Abwärtsseite zu handeln. Aber das ist die Überlegung zum Euro. Ich will mich gar nicht so lange aufhalten. Wir schauen jetzt hier kurz aufs Gold, denn Gold ist auch interessant. Das ist jetzt auch wirklich für mich wieder interessanter geworden. Ich war in den vergangenen Tagen dann auch hier etwas vorsichtiger. Ich hatte hier die Abwärtsseite recht gut mitnehmen können. Diese recht starke Bewegung hier auch mit meinem Trading-Team. Mit Optionen konnten wir das recht gut umsetzen, die Abwärtsseite. Und dann war es hier sehr, sehr schleppend. Gold baute zwar immer wieder neue Bewegungstiefs aus, aber wir sehen das, dass diese Tiefs relativ zügig immer wieder zurückgekauft worden sind. Was dazu führte, dass ich hier so ein bisschen so zwei Trendlinien ausmacht und ich gesagt habe, guck mal, wenn der Markt hier gegebenenfalls auf der Aufwärtsseite ausbricht, dann könnte es schon mal nach oben gehen. Dann kam nochmal so ein Fake nach unten, so ein Bruch nach oben und jetzt am heutigen Handelstag, wo sicherlich viele von uns gar nicht vorm Rechner gesessen haben, kam dann nochmal erstmal in der Nacht so eine Bewegung nach unten, neue Bewegungstiefs. Und jetzt hier im Prinzip in der Hauptsession ab vormittags unserer Zeit kam wirklich eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung, wie wir sie in der letzten Woche oder in den letzten zwei Handelswochen erstmal gar nicht hatten.
Wir sind jetzt, Gold ist jetzt, in einem sehr, sehr wichtigen Bereich drin. Denn dieser 1290er-Bereich, der war erstmal von der Aufwärtsseite, also von der Aufwärtsseite kommend, von der oberen Seite kommend, ein nicht zu verachtendes Niveau. Wir sehen, dass der Markt von oben abprallte, von unten abprallte, von unten abprallte, von unten abprallte, zwar leicht drüber lief, aber eigentlich dann wieder abprallte. Also dieser Bereich hier unten um die Marke 12.090, das sieht man auch aus der Vergangenheit, wenn wir das Bild jetzt zusammenschieben würden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und diesen Bereich haben wir jetzt erstmal von der Unterseite wieder zurückerobert. Der Markt schließt jetzt erstmal mit dem heutigen Schlusskurs in diesem Bereich. Somit wird es jetzt hier durchaus interessant. Denn diese Abwärtsbewegung, die hier relativ stark vonstatten gelaufen ist, vonstatten gegangen ist vor 2 Wochen, dieser Rutsch nach unten, der ging sehr, sehr schnell. Und es bedeutet ganz oft, dass solch schnelle Bewegungen auch gerne erstmal wieder, und wenn es nur kurzfristiger Natur ist, auch ganz gerne mal wieder schnell zurückerobert werden. Und zwar muss das jetzt nicht in Gänze passieren. Also ich sehe jetzt nicht sofort, dass Gold wieder in Richtung 13,15 läuft. Aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, das haben wir ganz oft angesprochen, immer wieder in den, auch in den Trading-Wochenanalysen und auch in den täglichen Analysen, dass von der Oberseite ganz, ganz oft in auch so einem Schiebezonenbereich hier dieser 13,05er-Bereich extrem wichtig war. Wir sehen das, dass der Markt hier kämpfte, ja, von Oberseite hängen bleibe, hier kämpfte, hier kämpfte, hier kämpfte und dann hier erst den Durchbruch fand und dann auch der psychologische wichtige Bereich 1300 erreicht wurde, den ich vergangene Woche dann erstmal noch hier oben, wir sehen das mit dieser gestrichelten Linie, wo dann erst diese scharfe Bewegung auf der Abwärtsseite kam, oder war es, ja klar, war ja vergangene Woche, ich rede von vorletzter, aber es war ja vergangene Woche, wo ich dann gesagt habe, okay, eine schnellere Erholung in diesem Bereich 1300 wäre denkbar, hier den Markt nochmal auf der Abwärtsseite zu covern, das passierte denn nicht. Für die kommende Woche ist der 1300er-Bereich zwar interessant, aber erstmal wäre ich jetzt etwas vorsichtiger, hier sofort wieder zu verkaufen, denn es ist durchaus denkbar, dass wir etwas höher laufen, erstmal auf jeden Fall hier an dieses charttechnische Tief ran, beziehungsweise an den Bereich um die Marke 13,05, die ich jetzt die ganze Zeit angesprochen habe. Das wäre erstmal denkbar. Unterhalb darunter ist dann natürlich hier ab diesem Bereich mit diesem Tief und dann diesem 13,05er-Bereich dann eben natürlich weiterhin die Abwärtsseite aktiv rein übergeordnet charttechnisch. Aber erstmal so eine Erholung hier in diese Bereiche denkbar. Ja, um dann in diesen Bereichen oder ab diesen Bereichen erstmal auch wieder darauf zu setzen, dass es vielleicht in Richtung 90, also dieser 1291er-Bereich läuft. Das wäre dann eine Überlegung. Aber hier mit dieser Aufwärtsbewegung, ich bin jetzt nicht abgeneigt, je nachdem, wo wir morgen dann eröffnen, das werden wir uns Tag für Tag anschauen. Ich bin nicht abgeneigt, hier vielleicht sogar mal die Aufwärtsseite zu handeln in diese entsprechenden Bereiche, weil es eben schnell gehen kann. Es ist antizyklisch, definitiv. Wir sind übergeordnet hier doch recht stark angenockt auf der Abwärtsseite. Aber auch hier wie in den anderen Märkten. Wir haben jetzt schon generell hier recht stark auf der Abwärtsseite gepusht. Wir hatten hier zwar auch eine sehr, sehr gesunde Erholung, bevor dann diese nächste Welle, diese nächste Abwärtswelle kam. Aber hier ist es durchaus denkbar, wenn wir uns das charttechnisch jetzt anschauen, dass hier so ein Test dieser alten Tiefs denkbar ist. Also Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung, Test dieser alten Tiefbereiche 13,05, um dann gegebenenfalls die nächste Abwärtswelle zu fahren. Somit ist dieser 13,05er-Bereich wirklich dann kriegsentscheidend. Sollten wir dann darüber laufen, also wir können das hier nochmal einzeichnen. Ja, so ist erstmal so die Kernüberlegung, wie der Markt laufen könnte. Sollten wir dann hier rüberkommen, dann wissen wir, dass eben der Bereich 13,13, 13,16, das sind dann so die nächsten wichtigen Widerstände. Und dann müssen wir gucken, ob man dann eben vielmehr wieder die Aufwärtsseite handelt, es erstmal wieder sein lässt. Das müssen wir dann uns situativ anschauen, denn wir sind natürlich dann wieder charttechnisch etwas unsauberer. Wir kommen wieder in diese große, große Schiebezone rein, die im Prinzip eigentlich mit dem Bruch des 13,05er-Bereiches hier durchstoßen wurde nach unten, kann ich auch nochmal einzeichnen. Diese große, große Schiebezone, die wir immer wieder besprochen haben, ich mache sie mal ganz fett, ja, wo wir hier die oberen Bereiche hatten, im Bereich 13,50 bis 13,57 und dann diesen unteren Grenzbereich 13,05. Und jetzt sind wir mit dem Break dieses Bereichs erstmal abwärts tendierend. Jetzt versuchen wir eben hier darauf zu setzen, dass eben dieser Bereich von der Unterseite getestet wird und dann vielleicht weiter nach unten zu fallen. Sollten wir hier wieder reinlaufen, dann müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Richtung 13,13, 13,16 denkbar. Aber da müssen wir mal gucken, weil dann haben wir diesen ewigen Schiebezonenbereich. Da kommen auch auf untergeordneten Ebenen diverse Widerstände. Und da müssen wir das Bild erstmal wieder in der kommenden Woche in den Livestreams dann entsprechend neu einordnen. Kommen wir zum Schluss ganz kurz
mit kurzer Würze zum Brand. Ich hatte hier am Freitag im Brand einen antizyklischen Abwärtstrade oder einen antizyklischen Abwärtstrade gemacht. Wir hatten hier, ganz klar ist der Markt aufwärts tendierend, ja, aber wir haben auch immer wieder markant zum einen hier so leichte Konsolidierungen immer wieder drin gehabt. Ja, das war immer wieder so, Aufwärtsbewegung und Abwärtsbewegung, ganz oft. Ja, generell sauber ist der Markt aufwärts tendierend und oft haben wir auch mit diesen Abwärtsbewegungen wirklich den Trend gar nicht nennenswert gebrochen. Aber wir hatten in dieser Aufwärtsbewegung hier des Öfteren Abwärtsbewegungen drin, die man natürlich dann, wenn man ein bisschen mit Vorsicht rangeht und auch so ein bisschen das Marktfeeling hat und dann eben auch aus der Vergangenheit lernt, dann auch immer mal wieder nutzen kann. Ich hatte hier allerdings in diesem hohen Niveau noch einen zusätzlichen Gedanken. Also ich bin jetzt jemand, der sowas zwar auch handelt und auch oft auch das oft mit Erfolg dann auch umsetzen kann, wenn ich sowas in der Vergangenheit sehe. Aber ich hatte hier oben noch einen anderen Gedanken oder noch zwei andere Gedanken sogar. Wir hatten hier den Lauf in den 80er-Bereich. Das war eben nicht so unwichtig. Wir sind hier kurzzeitig über 80 Dollar gewesen, hatten dann den Rücklauf. Und es ist hier eben auch so, dass ja der Markt eben schon relativ lange aufwärts läuft. Und auch hier mal ein etwas stärkerer Trendbruch, gegebenenfalls in zum Beispiel den 77er-Kursbereich, nicht so unrealistisch ist. Ob das passiert oder nicht passiert, das weiß ich natürlich immer nicht. Aber wir hatten am Donnerstag hier schon mal eine recht momentumhafte Abwärtsbewegung. Und ich habe mich dann hier entschieden, nachdem der Markt sich leicht erholt hat, diese Abwärtsbewegung hier mal dafür zu nutzen. Zum einen der 80er-Bereich, dann diese Momentumbewegung mit dem Gedanken, dass der Markt des Öfteren wenigstens leicht konsolidiert. Und hatte mal darauf gesetzt, dass der Freitag vielleicht sogar für einen Abverkauf genutzt wird, was den Markt etwas tiefer treibt, als er es im Endeffekt getan hat. Und ich habe hier noch diesen grauen Bereich. Ja, das war ja das Einstiegsniveau, zwar hier schon auf etwas eher, also das war schon am Donnerstag, wo ich hier diese Abwärtsbewegung irgendwie in der Nacht, weiß ich gar nicht mehr genau, eingegangen bin. Also es war nicht hier. Ich bin hier schon rein. Ja, ich weiß es nicht genau, aber es kann sein, dass es... Egal. kann auch sein, dass ich erst etwas später reingehe. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber die Kernüberlegung war, dass der Markt eben etwas tiefer pusht. Dass er den Freitag dafür nutzt, dass hier so ein kleiner Sell-off stattfindet. Und ich habe dann auch gesagt, wenn der Markt nicht nennenswert am Freitagabend mit dem Schlusskurs im Plus ist und hier eben die Gefahr besteht, dass der Markt dann eben hier übers Wochenende vielleicht doch wieder in die Long-Richtung tendiert, habe ich mich dann entschieden, hier am Freitag diese Short-Überlegung dann zu schließen. Das war dann lediglich ein R, was ich verdient habe. Also ich hatte hier auch ein relativ großes Risiko und ich habe hier ganz knapp ein R verdient. Also es war jetzt nicht der sonderlich gute Trade, aber es war erstmal positiv und im Endeffekt scheint das jetzt auch erstmal nicht so schlecht gewesen zu sein, hier dann eben, dass diese Position geschlossen wurde. Aber generell zeigt mir der heutige Tag, den wir alle nicht so erlebt haben, weil die meisten von uns wahrscheinlich eben auch den Feiertag als Feiertag genossen haben, dass der Markt zwar hier nochmal kurzzeitig neue Bewegungstiefs ausgebaut hat, das aber charttechnisch sehr, sehr sauber war und jetzt hier zum Ende das Öl erstmal wieder relativ stark war, 79,50 und jetzt natürlich hier neue Bewegungssoßen durchaus denkbar sind. Also ist jetzt diese Abwärtsüberlegung erstmal wieder ad acta zu legen. Wir schauen jetzt wieder auf höherem Niveau, ob man das vielleicht machen kann, beziehungsweise bin ich hier durchaus jetzt weiterhin gewillt, auch nach Käufen Ausschau zu halten, denn neue Bewegungshochs nach wie vor denkbar. Wir haben hier dieses Unterstützungsniveau um die Marke 78,50, 78,40 hier in der CFD-Indikation, welche kernunterstützend wirken sollte. Das ist das heutige Tagestief in etwa. Das ist dann auch von Freitag das Tief, heute sogar nochmal leicht unterschritten. Und das waren dann hier in diesem Fall auch diverse Hochpunkte, die dieser Bereich hatte. Somit sollten hier, selbst wenn so eine kleinere Rückläufer nochmal stattfindet, eben definitiv Käufe denkbar sein. Auch etwas später noch mit dem Ziel, dass der Markt eben hier neue Bewegungshochs ausbaut. Aber wenn wir das aus der Vergangenheit sehen und immer diese alten Hochs uns anschauen, dann sehen wir, dass die Bewegungshochs immer nicht nennenswert ausgebaut worden sind, sondern diese Rücksetzer teilweise relativ schnell vonstatten gingen. Hier war es mal etwas stärker, aber prinzipiell sind Rückläufer immer relativ zügig vonstatten gegangen. Neue Bewegungshochs sind nicht nennenswert vollzogen worden, was für diese aktuelle Situation bedeutet, wenn man hier irgendwo die Long-Seite eingeht
und neue oder Zielbereiche sucht, dann ist natürlich zum einen das alte Bewegungshoch interessant und dann, wenn man sich hier die letzten Bewegungen anschaut, würde ich hier sagen, dass man in etwa, müssen wir mal kurz gucken, naja, so einen halben Dollar nochmal draufpackt, also dass hier der Markt realistisch in den 81er Bereich auf der Aufwärtsseite laufen kann, um dann gegebenenfalls hier die nächste Gegenbewegung einzuläuten. Das wäre so die Überlegung. Sollten wir, und dann würde das Bild, was ich hier am Freitag schon mal aufgebaut habe, interessant werden, sollten wir hier diesen kernunterstützende Niveau, also heute vom Montag dann auch das Tief, dieser 78,50er Bereich, sollte der nach unten durchstoßen werden, beziehungsweise sollte sich hier oben so ein bisschen Schwäche ausbauen und der Markt wirklich nicht mehr weiter nach oben pushen. Hier sich gegebenenfalls so eine Schiebezone ausbauen, zack, 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 sowas hier, ja, dann ist natürlich zum Beispiel so ein Bruch dieser Schiebezone auf der Abwärtsseite interessant nach unten, dann mit dem Ziel, dass diese Tiefs durchstoßen werden und dass die von mir angedachte Bewegung in Richtung des Bereiches so 76,50, 76 vollzogen werden könnte. Das würde für mich bedeuten, dass ich es dann vielleicht auch nochmal wie Freitag vorsichtig auf der Abwärtsseite versuche. Aber aktuell zeigt das Bild klar nach oben. Somit ist das erstmal aktuell nicht so interessant. Das soll es von meiner Seite dann doch wieder relativ ausführlich mit 40 Minuten hier gewesen sein. Also wie gesagt, ihr könnt natürlich unten in dem Video dann hin und her switchen. Ich wünsche euch für die kommende Woche Good Trades und Mega Trading. Und wir hören uns natürlich in den Livestreams, das DAX Long oder Short und natürlich der US Opening Bell am Nachmittag hier auf dem JFD YouTube-Kanal und bei Guidance definitiv. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.